Elisabeth Melzer-Geißler sagt: Ich lebe seit 1984 als freischaffende Autorin und Musikdozentin in Schleswig-Holstein in der Nähe von Elmshorn. 2020 erschien mein neues Buch Eine Reise zu Igor Mitorai. Vor vielen Jahren stand ich erstmalig vor einer Skulptur des Künstlers, sagt sie. Es war auf der Mathildenhöhe in Darmstadt vor der Kunstgalerie. Im Außenbereich lag eine Skulptur, ein überdimensionaler Kopf aus Bronze, wie alle Werke des bildenden Künstlers ein Torso. Erst viel später erfuhr ich, dass dieser Künstler während des Zweiten Weltkrieges in meiner Heimatstadt zur Welt gekommen war. So begab ich mich zwischen 2016 und 2019 auf Reisen nach Polen und Frankreich, nach Italien und Sachsen und kam bei unserer Erblast an. Ja, ich habe mich 2016 auf Reisen begeben nach Italien, ohne Italienisch zu können. Ich habe es begonnen zu lernen und bin dabei geblieben. Ich bin auf die Suche nach Igor Mitorai gegangen und nach seiner Kunst und wo ich ihn in Italien finde, wo ich ihn in Frankreich finde, und bin dabei herausgekommen, ja, bei einer großen Erblast, von der ich dann auch lesen möchte. Aber daraus ist mein Buch entstanden, auch mit allen heiteren und besonderen Begebenheiten auf der Reise. Das schönste Geschenk war, dass nicht nur mein Buch dabei entstanden ist, eine Reise zu Igor Mitorai, sondern dass ich an vielen Orten auch Freunde gefunden habe, oder besser, dass aus Fremden Freunde geworden sind. Und damit beginne ich von meiner ersten Reise zu lesen. Sant'Anna di Stazzema in der Toskana. April 2016. Plötzlich holt mich die Vergangenheit unserer Elterngeneration ein, diese unfassbare Grausamkeit, die mich als Kind getroffen hatte, wenn ich die stolzen Erzählungen der Männer vom Krieg hörte, wenn ich die Besuche in dem von Zigarrenqualm vernebelten Arbeitszimmer des Vaters bediente. In meinem Gedächtnis war alles untergründig bis heute haften geblieben. Wie oft hatte ich mir Sprüche mit anhören müssen vom ehrlichen Kampf der deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Schließlich waren sie als Helfer und Verbündete nach Italien gekommen, später jedoch hinterrücks von Partisanen überfallen worden. Es sei nur gerecht gewesen, tönte einer besonders laut in die Runde, Rache an der ganzen Banditenbrut zu nehmen. Die steckten doch alle mit den Partisanen unter einer Decke. Aus seiner Kompanie, die nördlich von Pisa stationiert war, seien zwei Melder durch laune Partisanen hinterrücks ermordet worden. Zwei nette, ganz junge Leute, fügte er mitfühlend hinzu. Einfach schrecklich. Sogar ein Gedenkgottesdienst für die beiden deutschen Soldaten, den ein Theologiestudent ihre Truppe hielt, wäre von gerechter Vergeltung gesprochen worden. Ein Zitat von Otto Schily in Sant'Anna di Stazzema: Das, was am 12. August 1944 in Sant'Anna di Stazzema geschah, war blanker, brutaler Massenmord. Während ich als Kind im Herrenzimmer die Gläser auffüllte und die Aschenbecher entleerte, starrte ich bei den Details, die jetzt folgten, entsetzt in die Männerrunde und verdrückte mich so schnell ich konnte. Die Erzählungen waren gespickt mit stolz hervorgekehrtem Selbstbewusstsein. Ich flüchtete aus dem Raum, versuchte im Flur vergeblich meine Tränen wegzudrücken, während ich meinen Kopf verzweifelt gegen die Wand presste, bis er schmerzte. Am Abend tagelte ich dem Vater meinen Widerspruch mit der kindlichen Wucht einer Zehnjährigen entgegen. Was war daran gerecht? Was war ein ehrlicher Kampf? Zwei deutsche Soldaten waren den Partisanen zum Opfer gefallen und dafür hatte man das ganze Dorf abgefackelt? Dafür hatte man alle dort verbliebenen Frauen, Kinder und Alte umgebracht? Und das soll ein ehrlicher Kampf gewesen sein?
Der Vater richtete sich herausfordernd vor mir auf. Und hättest du etwa gewollt, dass ich durch die Partisanen umkomme? Ich biss mir statt einer Antwort auf die Zunge und machte mich ohne ein Wort davon. Hier in der Toskana aber rollt nun das unfassbare Geschehen erneut in mir ab, das vor einigen Jahren durch die Fernsehübertragung der Gedenkfeier mit Giordano Napolitano und Joachim Gauck heraufgeholt und danach vom Alltag wieder überlagert worden war. Beim Treffen der Staatsmänner zur Gedenkveranstaltung in der Toskana war jedoch kein Ton der Schuldzuweisung zu vernehmen. Beide waren berührt von den furchtbaren Ereignissen. Ihre Umarmung wurde zur Hand der Versöhnung. Joachim Gauck sagte zu seiner Ansprache: Versöhnung ist ein kostbares Gut, das nie verlangt werden kann. Versöhnung meint nie und auf keinen Fall vergessen. Hier ist mir, als ob Mitorai, der in der Nähe sein Studio hat, in seine Skulpturen mit den Verletzungen auch das unbegreifliche Leid eingraviert hat, das Menschen einander zufügen. Sind die Wunden seiner Skulpturen die Nägelmale unserer Zeit? Ist es dieses Dorf unweit von Pietra Santa, das ich aus meiner Kinderzeit vom Erzählen her kenne und in das es mich unbewusst gezogen hat? Waren es die Menschen dieses Dorfes, von deren Ermordung die Männer im Arbeitszimmer des Vaters stolz gesprochen hatten? Waren es diese Dorfbewohner, deren geringer Besitz von den Flammen vernichtet wurde? Waren es ihre Häuser, die überfüllt mit Flüchtlingen der Umgebung unter dem Gegröhle der SS niedergebrannt wurden? Die Wehrmacht stand bei der Operation unterstützend zur Seite, indem sie ringsum größere Gebiete abriegelte und als Wache eingeteilt war. Nur wenige Kinder konnten überleben, weil sie von einem jungen deutschen Soldaten, der sie bewachen musste, aufgefordert wurden, zu fliehen. Bei ihrer Flucht schoss er in die Luft. Die Häuser des Dorfes aber wurden abgefackelt. Noch lange Zeit hatte der Brand und Aschegeruch in der Luft gelegen. Egal, ob es dieses oder ein anderes Dorf der Toskana war, das ich vom Erzählen her kenne, Tatsache bleibt, die deutsche Wehrmacht und die SS begingen eines ihrer furchtbarsten Verbrechen, wie ich es abends als Zehnjährig dem Vater entsetzt entgegengeschrien hatte. Ich sitze in der Kirche. Seit 2007 erklingt die Orgel der Dorfkirche wieder, die im Sommer 1944 nach der Taufe des jüngsten Opfers des Massakers, der 20 Tage alten Anna, verstummt war. 20 Tage jung wurde die kleine Anna ermordet. Nicht einmal einen Monat hatte sie zum Leben. Während ich in der Kirche meinen Gedanken nachgehe, pflegt Giulianas Bekannte aus Pietra Santa die Blumen am Altar. Dann zieht sie mich zu den Fotos an der Seite und redet aufgeregt auf mich ein. Von den Bildern an der Kirchenwand schauen mich die Augenpaare der ermordeten Kinder aus der Nähe an. Traurig oder voller Lebensmut. Fröhlich, schelmisch oder eher zurückhaltend. Offen oder mit kritischem Blick. Sie könnten heute alle noch leben, wären im Alter unsere älteren Geschwister. Lieber hätte ich mit ihnen getanzt und gelernt, mit ihnen Geschichten ausgetauscht und gelacht. Lieber hätte ich mit ihnen in der fremden Zeit herumgetobt, sie an den Händen gefasst und mit ihnen gesungen. Irgendwann glaube ich zu verstehen, was die alte Frau, die mich durch die Kirche führt, hervorsprudelt. Sie ist die Schwester des jüngsten ermordeten Kindes, die ältere Schwester des 20 Tage alten Babys und war damals zufällig außerhalb des Dorfes, als das Verbrechen an der Zivilbevölkerung von den deutschen Faschisten verübt wurde. Sie hatte das Grauen selbst nicht miterlebt und wurde doch mitten hineingerissen. Nun fährt sie Woche für Woche in das Bergdorf, um frische Blumen in der Kirche
und an der Gedenkstätte ihrer kleinen Schwester aufzustellen, um hier am Ort des Schreckens an alle Betroffenen zu denken. Auch wenn ich die Augen schließe, sehe ich noch immer die Kindergesichter vor mir. Die Vergangenheit ist nicht vorbei. Sie kann uns jederzeit begegnen. Sie kann uns jederzeit anschauen, wie aus diesen Kinderaugen. Die Vergangenheit ist nicht vorbei. Wir können sie nicht auslöschen. Keine unserer Taten kann ungeschehen gemacht werden. Sie sind wie bleibende Risse eingraviert in unserer Erde. Aber wir können die Weichen neu ausrichten. Wir können die Zukunft mitgestalten, auch für diese Kinder, die nicht erwachsen konnten.